Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Schön, wir sind bei der Horde an Tag 91. Geht auch gleich los in 15 Minuten. Wir befinden uns immer noch auf Gamesfish 228, Level 113 mit 10.648 Kills. Eingestellt ist das Ganze noch auf 32. Und ich werde wahrscheinlich die 64, ich mache jetzt erstmal die Generatoren ein, bevor ich es vergesse. Eingestellt werde ich das in der letzten Horde quasi einmal komplett alles so. Schwierigkeitsgrad komplett hoch und halt die Zombie-Wellen auf maximal hoch, so hoch wie es nur irgendwie geht. Aber noch ist es nicht bei der letzten Horde, weil ich weiß nicht genau, wann das soweit sein wird. Das kommt immer ganz drauf an, wann die Alpha 20 kommt. Da es da im Moment nicht wirklich viele Infos gibt, werden wir wahrscheinlich vorher noch ein paar Horden erleben oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwann gibt es mit Alpha 20 einen Neustart. Da muss ich mich genauso überraschen lassen wie ihr. Ich weiß es nicht, wann die ist. Ich hoffe, dass es bald soweit ist. So langsam wird es Zeit, aber gut, man soll mal so sagen, lieber eine einigermaßen funktionelle Alpha 20 als eine, die völlig verbuggt ist und nichts geht. Solange begnügen wir uns natürlich hier. So, jetzt geht es jeden Augenblick los. Die laufen alle, die Waffen müssen laufen. Wenn da vorne die Platten weggesprengt werden, haben wir zwar ein Problem, dann gehen die nicht mehr, aber die kann ich ja notfalls dann nochmal manuell wieder anschließen. Stromzäune gehen, ist alles repariert, Waffen sollten gehen, jetzt geht's los. Jo, man merkt's. Ich weiß zwar jetzt nicht, dass wir oben machen wir dann beim nächsten Mal nochmal mit Glas. Die schießen hier von oben, dann waren es wahrscheinlich Geier. Da kommen ein paar. Okay. Ich weiß ja nicht, wie viele Demos wir kriegen, also wenn wir alles sehen. Aber zumindest dürfen die. Okay, kotzen tun sie trotzdem, wie es aussieht. Die sehen mich wahrscheinlich durch die Glasscheibe. Ja, Geier sind definitiv da. Aber sie kommt zumindest nicht mehr durch mit ihrer Kotze. Das ist doch schon mal was. Gut, da haben wir schon mal die ersten Spinnies. Funktioniert das Ganze denn da vorne? Haben die jetzt geschossen oder nicht? Das sieht so aus, ja. Ja, tun sie. Das geht. Sehr schön. Der einzige Nachteil dieser Base ist natürlich, man kann es so nicht reparieren, ne? Eigentlich, ja, das Spinny ist erledigt. Also bis jetzt klappt alles ganz gut. Da ist ein Fleischi. Sehr schön. Reinkommen sie so und werden auch weggemetzelt. So soll es aber auch sein. Natürlich werden die Waffen irgendwann leer geschossen sein und wir müssen da zuballern. Aber bis jetzt hält sich doch noch alles in Grenzen. Ich habe noch keine Demo gesehen. Gekillt werden die aber alle. Man sieht hier unsere EP hochrasen. Das ist doch schon mal was. Tja, die sind aber auch so blöd und laufen alle schön die Kante hoch. Ja. Den könnten wir vielleicht mal erledigen, ja. Damit er hier nicht die ganze Zeit unsere Dartblades verballert. Jo, der kriegt schön Schaden ab. Unsere Darts verballert man nicht. Dort sind doch schon die ersten Demos. Sehr schön, sehr schön. Alle Freunde danach. Mal gucken. Eigentlich dürfen die nicht ausgelöst werden. Werden wir ja mal sehen, ob sie ausgelöst werden. Aber Schaden kriegen müssen sie da. Oh, der eine steht schon still. Oh, schön aus Knie. Genau. Da auch nochmal schön ins Knie. Oh, so ein paar mehr Demos, ne? Oh, ein paar kommen hier. Sehr schön. Hallo, Freund. Ah, eigentlich dürften die Demos nicht allzu weit kommen. Abwarten. Ich will halt bei den Demos nicht allzu viel rumschießen. Ich will sie nur nicht unbedingt auslösen, ehrlich gesagt. Ach, Chantal, bitte, ich helfe dir mal. Ah, Fleischi rennt schön in. Das ist, so soll es sein. Die werden da auch schön unter Feuer genommen. Wunderbar. Ach, mein Freund hier. Nochmal ins Knie. Sehr schön. Und er will nochmal was ins Knie. Alles klar. Da ist er erledigt. Boah, ist der nächste Demo? Und gut, die sollten hier an der Seite erledigt werden. Da ist ein Daddy. Läuft doch eigentlich alles ganz gut hier. Muss ich ehrlich gesagt sagen. So. Du nochmal ins Knie. Du auch nochmal. Sehr schön. Läuft auch. Der lebt aber noch, oder? Ey. Ich will sie halt nicht auslösen. So, der hat sich erledigt. Da ist schon der nächste. Out. Einer ist ausgefallen, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Solange die nicht hochgehen, ist doch alles okay. Schön auf die Beine, genau. So soll's sein, der lebt aber noch, der Gute. So, der ist auch erledigt. Guck mal. Spinny nochmal. Das war's, Spinny. Noch mehr Demos? Nö. Doch, da ist ja schon wieder einer. Sehr schön. Oh, ehrlich gesagt läuft das hier ganz gut. Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ich weiß natürlich nicht, wie viele hier kommen. Die Waffen da ballern auch noch. Noch sind hier alle Waffen am Ballern. Der ist auch erledigt. Hier in den Seiten werden von den Doublades erledigt. Ah, das dämliche Spinny da drauf schon wieder, ne? So. Demo liegt auf dem Boden. Der lebt aber noch, ne? Ja, jetzt definitiv nicht mehr. Gut. Der hat sich auch erledigt. Ach, hallo Spinny. Wie bist du denn hier vorne hingekommen? Siehst du, Marco, da ist gerade ein Demo umgekippt. So soll das doch sein. Also, die Base macht größtenteils alles von alleine. Also viel muss ich ja nicht machen. Aber so wollte ich das. So wollte ich das. Perfekt. Kostet zwar viel Muni. Und durstig bin ich auch. Die ballern auch. Wie viel Muni haben sie noch drin? Ah, da ist noch genug. Da ist noch genug. Das ist sehr schön. Geier werden oben automatisch erledigt. Da muss ich mich gar nicht drum kümmern. Guck, da, die schießen schon auf die Geier. Da ist der Geier tot. So soll's sein. Da auch haben wir schon wieder einen dämonischen Freund. Der wird hier auch unter Feuer genommen. Der weiß gar nicht, wo er zuerst hin soll. Da ist er umgekippt. Sehr schön. Bloß diese Spinnis, die sind halt blöd. Die lösen die Druckplatten aus. Und die Dartblades schießen aber drüber. Das ist natürlich ein bisschen doof. So. Aber läuft doch alles bestens. Also gesprengt hat sich bis jetzt nichts. Da ist wieder ein Demo-Freund. Aber dass wir davon ein paar Stück kriegen, habe ich ehrlich gesagt erwartet. Das ist, oh, da sind ein paar mehr. So, der wäre schon mal. Da der nächste. Sehr schön. Bisschen auf die Beine. Ja, damit er zusammensackt. Hier, du kriegst mal einen Schuss im Korb. Bitte. Ja, der ist auch erledigt. Wunderbar. Mutti. Da ist ja mal eine Mutti. Kommt selten vor. Gut, da ist der zweite Blade ausgefallen. Aber das ist halt der Nachteil jetzt bei dieser Base. Man kann sie nicht reparieren. Das ist halt ein großer Nachteil. Aber es läuft alles gut. Also unsere EP rast hoch. Sehr schön. Vehikel. Chris einmal einen Schuss zwischen die Beine. Daddy auch einmal. Schön auf die Klöten. Noch ein Schuss in die Klöten. Und noch ein. Sehr schön. Da ist er auch zusammengesackt. Also die Darts ballern da rein ohne Ende. Klappt doch alles. Ich sehe jetzt hier gerade keine Demos zwischen. Na gut, jetzt kommen ein paar mehr hoch, weil die Waffen von außen leer geschossen sind. Aber dafür kann man ja selbst noch ein bisschen schießen. Polizist, dich möchte ich aber gerne mal ausschalten. Da ist noch so einer. Die sprengen sich mit zu häufig. Da hat er sich gesprengt. Jo, ein Blade ist weg. Man sieht's. Ah, gut, das ist auch so ein Nachteil. Man sieht die Polizisten ganz, ganz schlecht. Das sieht man natürlich ganz, ganz schlecht. Vielleicht sollte man da mal... Warte mal, nehmen wir mal die. Oh, da sieht man aber sehr schlecht. Wenn ich ein bisschen tiefer halte, müsste es doch gehen, oder? Einmal ein bisschen reinzimmern. Ein bisschen aufräumen hier. Muss auch sein. Sehr schön. Klappt doch alles. Ein bisschen Platz gemacht werden muss ja auch mal, ne? So. Jetzt ist wieder ein bisschen was weg. Gehen wir wieder auf die gute Waffe. Er nochmal. Da ist schon wieder Herr Polizist. Naja, oh, da ist er schon wieder erledigt. Das ist eine Mutti. Also ich sehe hier jetzt, glaube ich, keine großen Probleme auf uns zukommen, ehrlich gesagt. Das dürfte alles tutti-frutti funktionieren.
Die Bodenplatten haben sie erstaunlicherweise noch nicht gesprengt. Wundert mich ein bisschen. Der hat sie auch erledigt. Ja, guck mal. Da ist noch so ein süßer Fleischi. Mutti da hinten ist gleich mit runtergekippt. Ich glaube nicht, dass wir hier Probleme haben. Also die Base funktioniert diesmal. Perfekt eigentlich. Wie sieht's denn hier mit aus? Ah, der hat noch genug Schuss drin. Die schießen halt jetzt auch nur, wenn sie wirklich schießen sollen, wenn jemand da auf den Druckplatten steht. Und das ist schon mal gut. Ne, Daddy? Sehr schön. Na, bleib liegen. Komm, leg dich wieder. Bitte. Du nochmal. Hier, du auch. So soll's doch sein. Die Seiten werden automatisch erledigt. Den in der Mitte kümmere ich mich drum. So will man's haben. Also da kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Da ist schon wieder so ein Polizist. Lebt er noch oder ist er umgekippt? Ich glaube, der ist umgekippt, oder? Der ist erledigt. Oder auch nicht. Der hat sich gesprengt. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Also der eine hier schießt noch. Der andere hat sich, glaube ich, gerade erledigt, oder? Da steht aber auch gerade keiner an der Seite, dass man das testen könnte. Druckplatten sind noch da. Müsste eine noch gehen. Ja, ja, der schießt doch noch. Gute Hau ich mir jetzt erstmal gemütlich ein schönes Wildbret rein. Wunderbar. Und dann räume ich immer wieder ein bisschen auf. Ach, da ist schon wieder Polizisten. Okay. Aber so wollen wir es doch haben. Sehr viele Polizisten, wenn ich erstmal so sagen darf. Ja, da rotzt doch schon wieder irgendwo einer da, ist er. Komm halt so schlecht ran an die Polizisten. Aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, legen wir jetzt hier auch mal ein bisschen Hand mit an. Sehr schön. Den haben wir gleich mit weggeflaggt. Ich hoffe es zumindest. Da ist der nächste. Wunderbar. Na, komm, Mutti. Du auch, Mutti. Muttis wollen wir hier nicht. Muttis sind ausverkauft. Die werden von den Blades an den Seiten erledigt. Von den Darts meine ich. Da ist nochmal Daddy. Den müsst ihr auch gleich umkippen. Du nochmal. Na, jetzt wird es aber langsam weniger hier. So. Ah, guck mal, da kommen noch ein paar. Da kommt nochmal eine Welle. Sehr schön. Umso mehr Zombies, umso besser. Umso mehr Loot, umso mehr EP. So wollen wir es haben. Sehr schön. Klappt doch perfekt. Ja, kann ich mich jetzt echt nicht beschweren. Auch mal einen Biker zur Abwechslung. Okay. Spinny, du wolltest doch wohl nicht durch, oder? Anscheinend. Ihr kommt ja nicht durch, das könnt ihr vergessen. Warte mal, dann werde ich die da mal sein lassen. Ich werde mal kurz ein bisschen reparieren gehen. Diesmal habe ich alles einstecken. Oh ja. Deswegen kommen die hier auch so weit. Habe ich schon gewundert. Die haben hier ein bisschen die Zäune angekratzt. Das geht natürlich gar nicht. Die muss ich einmal kurz hier wieder heile machen. Sehr schön. Der ist ja auch kaputt. Lass dich anvisieren. Wieso lassen sich die Zäune hier jetzt nicht anvisieren? Der ja. Aber warum die anderen nicht? Einmal Werkzeug wechseln, so, und wieder darauf. Also der ist eindeutig kaputt hier. Die lassen sich aber gerade nicht jetzt anvisieren. Ich weiß nicht warum. Das ist doof. Gut, gut, gut. Das wird schon so gehen. Das wird schon so gehen. So dürfen sie jetzt... Oha. Sind da dichter gekommen, als ich dachte, wo ich da war.
Dürfen die jetzt eigentlich nicht mehr so weit kommen? Nee, guck mal, die anderen hängen schon wieder da hinten fest. Die anderen hängen schon wieder da hinten fest. Sehr schön. Ach, Spinny. Ja, siehst du mal. Guck mal, das Reparieren hat doch was geklappt. Jetzt hängen sie mich da wieder fest. So soll's auch sein. Komme ich hier an die Blades hier vorne ran? Tatsächlich. War zumindest an den einen. Oh, rumsen wir ein bisschen mit dem hier durch. Ein bisschen aufräumen. Muss auch mal sein. Sehr schön. Auch da ist mal so ein schönes Binny zu Besuch. Mit Loot. So, was haben wir denn hier so Schönes? Ach, dämliche Glücksbrille. Ja gut, das waren, weil die Zäune beschädigt waren. Dessen kamen die so durch. Guck, jetzt hängen sie mich alle wieder da hinten. Das Einzige, was wir halt ab und zu mal durchkommen, weil sie springen können, sind die Spinnies. Aber die sind ja nun auch nicht so die Gefahr. So. Dam, 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 dam. Sehr schön. Einmal durchsensen. Sehr schön. Klappt doch alles. So wollen wir es. So wollen wir es haben. Wunderbar. Da sind wieder ein paar Spinnies. Du bist weg. Da krieg ich einen Shorty. Du bist weg. So. Ja, sehr schön. Jetzt hängen die da hinten auch wieder fest, weil die Zäune repariert sind. Loot liegt hier natürlich eine ganze Ecke. Gut, ich weiß nicht, wie lang die Horde jetzt geht. Aber wie gesagt, eingestellt ist das Ganze auf 32 Villen. Aber gut, da reißt man ja auch gut mit, ne? Klar, ein paar Schäden gibt es immer, aber durchkommen dürfen sie nicht. Das glaube ich nicht. Ach, Spinny. Unterlasse dies. Oh, 3 Fertigkeitspunkte haben wir schon wieder. Sehr schön. Dann sind wir knapp 2 Uhr. Bin ich mal gespannt, wie lange das Ganze hier noch gehen wird. Dauert halt eine Weile, bis der Pool an Zombies durch ist. Aber es geht, wie es aussieht. Es geht. Waffe kaputt? Waffe kaputt. Okay. Die schießen aber noch. Naja, du, der noch nicht. Da ist aber im Moment nichts. Und wenn stehen sie alle hier? Den müsste ich eigentlich mal nachfüllen. Warte mal. Das haben wir gleich. Dafür habe ich ja extra noch welche hier. Oh, da blinken schon wieder die Zäune. Dann gehe ich auch sofort bei. Die kommen schon wieder so weit nach vorne. So. Sehr schön. Sperren. Gut, dann noch einmal kurz Zäunchen reparieren. Na, diesmal kommen sie aber schon weiter. Zack. Ich weiß nicht, warum ich manche von denen nicht anvisiert kriege. Der hat ein paar Schäden. Der. Muss halt zwischendurch mal sein. So. Sehr schön. Weiter geht's. Ich hänge hier fest. Dann räumen wir hier kurz mal auf. Nimm das gute Stück. Mal kurz nachladen. So. Sehr schön. Wo ist das? Erstaunlicherweise stehen sogar noch 2 Blades. Ich weiß nicht, warum ich die Zäune in der Mitte nicht überreden konnte. Die erstehen erstaunlicherweise auch noch alle. Gut, den hatte ich ja nachgefüllt. Der hat gar nicht so viel geschossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt was war. Die Musik ist aus.
Durchrotzen konnten sie hier diesmal nicht. Das kam alles von hier hinten, die Rotze. Das ist an den Scheiben kleben geblieben. Die sind wahrscheinlich etwas beschädigt, oder? Ja, leicht. Gut. Ich glaube, das war's aber. Ich sehe zumindest nichts mehr kommen. Auch über Kills gab es eine ganze Ecke. Ich glaube, bei 10.648 waren wir, ne? Aber waren es fast 800 Kills. 116 sind wir mittlerweile und 231. Es gab 3 Skillpunkte, die ich hier erst noch reinklatsche, die 2 zumindest. Zack und zack. Dann haben wir alle 6 Sekunden einen Lebenspunkt, dann läuft das. Und dann haben wir noch einen über. Eiserner Magen, naja. Die beste Methode, mit der Zombieplage fertig zu werden, dem Weglaufen, das bringt dem was? Erhöht die Ausdauerwiederherstellung beim Sprinten um 10%. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Von hiervon braucht man eigentlich gar nichts, oder? Gewehren, Räume, Gegner, präzise, ja gut. Sprengmeister, Sperrmeister, Schlösser knacken, bringt das irgendwas? Einbrecher, du machst dir langsam einen Namen und durchbrichst Dietrich. 10% weniger wahrscheinlich, aber du knackst Schlösser, naja, ist auch nicht so wichtig jetzt. Fernleser, Durchbohrer, was ist das denn? Du findest Schwachstellen der Rüstung deines Ziels. Ah, gut. Glücklicher Sammler, das habe ich ja auch schon getestet, das bringt gar nichts. Ehrlich gesagt, würde ich das gerne. Da kommt zumindest mehr raus beim Messing sammeln und so. Knallen wir das hier rein. Gut, dann würde ich sorgen, da kommt nichts mehr. Jetzt haben wir lang genug abgewartet. Schalten mal kurz den Strom ab. Da muss ich sagen, die Base, die sind zwar relativ weit gekommen, aber sie hat gehalten. Das lag aber auch eher daran, dass hier die Zäune zwischendurch mal, ich muss sie unbedingt öfters reparieren. Aber es ging, es ging. Jo, den einmal ausschalten. Ich meine, die Waffen dürften sich oben größtenteils leer geschossen haben. Mehr will ich ja jetzt noch einmal ganz kurz. Hier, die können wieder rennen. Das kann rennen, das kann rennen. Das sind Sachen, die hier bleiben. Warte mal. Die dämliche Lootbrille jetzt nicht. Das ist meine Muni. Das bleibt auf jeden Fall hier. Das bleibt hier, das bleibt hier. Das M60 bleibt hier. Das ist ja eh meine. Sehr schön. Die restliche Muni. Ja, die Kiste wollte ich auch. Kommt hier wieder mit drin. Wunderbar. Nehme ich noch kurz das Auto mit. Das habe ich hier. Ich nehme das Benzin wieder mit. Sehr schön. Base steht noch. Wir haben überlebt. Eigentlich war das relativ geschmeidig, muss ich sagen, ne? Kann ich mich jetzt nicht beschweren. Geier hatten wir, glaube ich, so einige. Die hier vorne ist komplett leer, aber das war zu vermuten. Oh, das geht. Ein paar Geier haben sie erledigt, ja. Und die in den Seiten sind wahrscheinlich auch komplett leer. Ja, die auf jeden Fall. Und hier, ja gut, hier kamen mal wieder nicht allzu viele und die dürften komplett leer sein. Ja, die ist leer. Die ist leer, die da vorne dürften auch leer sein. Ja. Geh doch. Jetzt zähle ich kurz das Auto auf, um den ganzen Loot da reinzuschmettern. So. Dann kann hier schon mal das leere Glas rein, das Benzin kann wieder rein, das kann rein. Das ist eh meine. So gehört das Ganze. Sehr schön, dann sammle ich hier mal kurz den Loot weg. Mal schön, was wir hier so Schönes gekriegt haben. Lass dich anklicken. Sowas kann ich gleich zerlegen, aber Muni ist natürlich immer gut. Hier wäre denn noch Honig, ja gut, Honig haben wir mittlerweile in solchen Massen, dass mich Honig jetzt nicht mehr so vom Hocker wirft. Liegt hier an den Seiten noch irgendwas, bevor ich jetzt in den Tunnel gehe? Blöckemäßig fehlt hier auch nichts, die Base steht noch wie eine 1, sehr schön. Aber so viele Demos waren das auch nicht, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber am Anfang vielleicht 10, 12 Demos. Dann kam ja keiner. Hochgegangen ist auf jeden Fall keiner. Ich glaube, 2 Polizisten haben sich gesprengt. Das war's denn aber auch. Gut, dann gehen wir mal hier in den Tunnel. Hier dürfte ja einiges. Die Druckplatten liegen erstaunlicherweise auch noch. Gut, hier die ersten 3 Blades, aber. Die Zäune scheinen aber noch heil zu sein, weil die sind alle gespannt. Die Kabel meine ich jetzt. Der Schmodderrock kann auch weg. Die Axt kann man verkaufen. Was ist das? Ach, eine MP5. So ein Müll. Weg damit. Weder Honig. Gibt viel Muni hier, ne? Aber hier haben wir gar nicht so viel Muni verbraucht, ehrlich gesagt. Nur das, was ich jetzt eingesteckt hatte.
Das hier, eine Schmodderhose, die kann auch weg. Also unsere Muni schon wieder ein Bohrer, Munikiste ist auch voll. Schatzkarte ist immer gut, der Hut kann weg, das kann man gleich lernen. Schatzkarte kümmere ich mich später drum. Jetzt wird erstmal eingesammelt. Zum Glück habe ich das Auto mit. Oh, hier hat sich doch schon ein bisschen Loot eingesammelt, ne? Da noch ein bisschen. Oh, gut. Kann man aber alles verkaufen. Ah, zum Verkaufen ist er besser. Zum Glück haben wir die Verkaufskiste leer gemacht. Vor der Horde. Ja, gut. Jagdgewehr, kann man alles verkaufen. Ist mich voll gut. Einmal kurz zum Auto. Also das lief nur wirklich geschmeidig. Da kann man sich nicht beschweren. Die Base funktioniert. 1A. Die kam ein bisschen weiter, als ich dachte, ehrlich gesagt. Die haben es echt bis zur Mitte geschafft. Aber wie gesagt, das lag, glaube ich, daran, dass ich zu lange gebraucht habe, die Zäune zu reparieren. So, aber erstmal alles drin damit. Was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Sehr schön. EP-mäßig hat es jetzt auch gelohnt. Gut, die drei Blades, die wir hier setzen müssen, das ist ja nichts. Funktioniert also, wenn die Blades umhängen. Ich glaube sogar, vielleicht täusche ich mich auch, aber den Eindruck hatte ich sogar effektiver. Irgendwie haben sie da mehr Schaden durchgekriegt. Noch nie Quest, wie gesagt, da kümmere ich mich später drum. Jetzt wird erstmal nur rein eingesammelt. Na gut, sowas kann man lernen hier, aber... Vielleicht auch mal das letzte Kochrezept, das wäre mal sehr, sehr schön. Ah. Zumindest gibt es schon wieder jede Menge Dosen. Also Schmodderstiefel. Noch ein bisschen Stoll. Gut, gebrauchen kann man eigentlich alles davon. Schmelztabletten. Noch eine Schatzkarte. Geld haben wir auch wieder jede Menge. Also das dürfte auch wieder eine Menge Jetons geben. Muni haben wir doch schon wieder einen Großteil von dem, was wir verballert haben, wieder. Da ist vorbei mit der Roten Nacht. Ah, kann man auch verkaufen. Schon wieder fast voll, wa? Jo. Oh, gut. Die letzten zwei Säcke hole ich sofort. Einmal kurz zum Auto. Einmal alles Rinder. Gut, Reparaturkits haben wir genug. Einmal alles durchreparieren. Ab in die Verkaufskiste, wenn sie wieder voll ist. Zum Händler. Außer die Muni natürlich und das Essen, das behalten wir. Gab auch schon wieder eine ganze Ecke. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, die letzten zwei Lütsäckchen noch. Da muss ich nur einmal kurz den Turm hier hoch, die Waffen da oben ausmachen. Drei Säcke, gut. Auch nochmal ein bisschen Geld. Das kann man gleich zerlegen, das Eisen, so. Und der noch. Sehr schön. Ich glaube, bis hier, das will ich jetzt mal gucken, sind sie, glaube ich, gar nicht rangekommen. Oder? Ah, vielleicht haben die Spinnis das ein bisschen angetatscht, aber minimal, ne? Minimal. So weit sind die gar nicht gekommen. Nö, das war eigentlich nur minimal. Gut, schadenmäßig haben wir wie immer auch kaum. Hier vorne vielleicht ein bisschen durch die Polizisten, aber das auch minimal, also... Ja. Kaum Schaden gekriegt. Ja gut, die ist ein bisschen elektrische Parts, gut. Aber sie ist noch da. Die sind ein bisschen, wahrscheinlich durch die Polizisten, wie gesagt. Lüft aber alles. Da haben sie ein bisschen drauf rumgeprügelt, aber stehen tun sie auch. Sehr schön. Demo ist uns ja auch keiner hochgegangen. So soll das auch sein. Das war auf jeden Fall die Horde Tag 91. Hat doch besser geklappt als gedacht. Kann man sich nicht beschweren. So, die sind natürlich leer, vermute ich mal. Ja, aber sie haben ja gehalten. Ausschalten. Haben sie denn ein bisschen Schorn gekriegt? Wäre auch mal interessant zu wissen. Nein, diesmal kein bisschen. Sehr schön. Gut, hier, das ist ein bisschen angedetscht, aber es ging. Wunderbar. Habe ich noch ein bisschen Platz? Sehr schön. Dann hole ich mir euch jetzt noch den Airdrop da vorne. Dort ist ja nicht Void, hier die 400 Meter. Sonst vergesse ich ihn wieder. Oh Gott, da kommt schon die Wanderhorde vorbei. Keine Zeit jetzt für euch, Jungs. Kaum ist die Horde vorbei, kommt die erste Wanderhorde. Daher müsste der Airdrop liegen, da vorne irgendwo. Sehr schön. Gut, Hordenbase ist ausgestellt, da dürfte nichts mehr rumballern. Ist ja eh keine Muni mehr drin, was da irgendwie ballern könnte.
Lief geschmeidig, gemütlich. Das Ding ist auch demosicher. Zwar sehr munitionsintensiv, muss ich sagen, aber er ist geheilt. So, ja. Ah ja, gut. Kann man gleich mitverkaufen. Und dann geht's jetzt wieder nach Hause. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht ist die Wanderer heute noch da. Kann mal gucken. Also ich glaube nicht, dass die tot sind. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht mit einmal rüberfahren. Wenn ich jetzt den genauen Weg finde, den ich gefahren bin, das ist natürlich noch eine andere Frage. Muss hier vorne jedenfalls gewesen sein. Hier irgendwo. Na Jungs, seid ihr noch da? Oder seid ihr despawned? Na, da sind sie doch, da sind sie doch. Sehr schön. Komm, euch nehmen wir noch mit. Noch ein bisschen Zusatz-EP. Wieso kommt der Geier? Wo seid ihr? Da, und durch den Geier hat sie gerade verloren. Da seid ihr eine zurückgebliebene Horde. Nee, das kann nicht sein. Da war so lange Pause. So, die Chantal nochmal. Da ist noch ein Kapuzenhannes. Und noch ein paar Joule. Ein Zuckerschnäuzchen ist auch noch da. Gucke mal. Euch erledige ich noch mit. Noch ein Zuckerschnäuzchen. So, und das letzte Zuckerschnäuzchen noch. Bitte sehr. Guck, gab auch nochmal ein bisschen Zusatz-EP. Haben wir das Thema hier ja auch erledigt. Wunderbar, wunderbar. Punkte hatte ich alle verteilt, ne? Jo. Sehr schön. Ah, aber gut, du hast es geschafft. 116 schon. GameStage 231. Mal sehen, wie weit wir noch kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann die Alpha 20 kommt. Auf jeden Fall werde ich zum Abschluss, kurz bevor die Alpha 20 erscheint, eine Horde mit alles komplett hochgedreht veranstalten. Ob das die Base überlebt, weiß ich nicht, aber ist der perfekt zum Schluss. Würde ich sagen, der perfekte Schluss, alles komplett hochdrehen. Aber das wird wohl noch ein Weilchen dauern, je nachdem, wann es kommt. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr bei der Horde wieder dabei wart. Morgen geht's dann weiter. Tschüssi!